Welcome back, liebe Leute. Euer Verbergen ist wieder am Mikrofon. Ich begrüße euch recht herzlich. Vor ein paar Tagen habt ihr gesehen, habe ich ein kleines Video hochgeladen mit den größten Blockbuster-Games, die im kommenden Jahr auf uns warten. Insbesondere natürlich viele PlayStation 4-Spiele, ein paar PC-Titel waren dabei. Aber jetzt habe ich noch was ganz Interessantes gefunden. Was heißt gefunden? Ich hatte das schon eine ganze Weile in meinen Lieblingsspielen auf Steam, also beziehungsweise vorgemerkten Spielen. Und zwar Urban Empire, Be a Major Player. Ganz interessante Spielsysteme. Das kommt schon am 20. Januar raus und ich würde ganz gerne mal eure Meinung dazu wissen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der noch weiter in der Materie drinsteckt, was uns da eigentlich erwartet, denn was ich bisher gesehen habe, klingt erstmal vielversprechend, aber auch ein bisschen kritisch, muss man ganz klar sagen, denn es dreht sich hier drum nicht um ein typisches Städteaufbausimulationsspiel, wie man das vielleicht von City Skyline oder SimCity kennt, sondern es geht mehr in Richtung politische Machtverhältnisse, sowas wie bei Die Gilde. Also Die Gilde vielleicht in groß, mit einer großen urbanen Stadt, ungefähr 200 Jahre Handlungsspielraum ist das Ganze, soll einen hohen Wiederspielwert haben und eben wie gesagt dieses politische System integrieren, dass man sich eben einer von vier Familien anschließt und versucht eben dann als Erbe dieser Familien sein, ja, sein Imperium, kann man das so sagen, nee, sein Bürgermeister-Dasein nach vorne zu treiben, eben auch die richtigen Entscheidungen zu treffen oder eben auch wichtige Entscheidungen eben im Senat oder in den politischen Strukturen durchzusetzen. Interessantes System, wie ich finde. Es gibt sogar einen Skillbaum, wie ich gesehen habe, wo man sich dann eben entscheiden muss, was man eben jetzt skillen möchte, wo man Fokus drauf legt. Es sollen auch über 1000 dynamische Entscheidungen zu treffen sein. Unter anderem habe ich auf Steam gelesen, Frauenrechte werden ein Problem sein, Kinderarbeit und was habe ich noch gesehen? Ich glaube, die Hippie-Bewegung, genau, Apartheid vielleicht auch, wir werden es sehen, ist auf jeden Fall interessant, kommt schon am 20. Januar und obendrauf muss ich sagen, das Ganze hat sogar noch einen Preis auf der Gamescom 2016 gewonnen und zwar als eines der besten Simulationsspiele. Interessant. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Noch zum Abschluss der kleine Trailer, den ich auf Steam gefunden habe und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Interessant. Urban Empire. Ich glaube, das will ich spielen. Ciao, ciao. Macht's gut. Every city has history. This is the story of ours through time. It began when my great-grandfather was appointed to rule a once small hamlet. There was bickering, even at the start. But you can't win an election without leading and making tough, unpopular choices. You need to have a vision that captures the hearts and minds of the people. A vision that will bring society forward. Over 200 years, my family's sole purpose has always been the best interests of this city. And now you seek to have me removed from office? You have no idea who you're playing with.